Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute schauen wir uns das direkte Duell an zwischen dem Koch Chemie Refresh Cockpit Care, einer meiner Lieblings-Innenraum-Kunststoffpflegen. Ich denke mal, die Fangemeinde ist unheimlich groß, ist ja wirklich echt ein sehr, sehr gutes Produkt. Muss man ganz klar so sagen, reinigt, pflegt und konserviert alle Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum, gibt ein lang anhaltendes, neuwertiges Erscheinungsbild. Ja, hundertprozentig. Wir haben schon sehr, sehr viele Tests mit diesem Produkt gemacht. 50-50 Farbunterschied, sehr kräftigend, ohne dabei irgendwie speckig zu wirken. Und da gab es auch schon viele Herausforderer, die sich hier dagegen behaupten wollten und sind ja gegen eine Stahlbetonwand gelaufen, haben es nicht geschafft. Und hier haben wir wirklich echt ein sehr, sehr gutes Produkt. Und ich wollte für euch ja auch nochmal das Sonax-Produkt dazu in den Test nehmen. Hier der Kunststoff-Detailer, den habe ich ja gemeinsam hier mit der Samantha von Sonax bei Sonax ausgetestet. Sie hat das komplett vorgeführt. Ich hatte den selbst noch nie im Einsatz, habe nur mit euch gemeinsam da bei Sonax ich gefilmt und ihr habt es dann mit mir gemeinsam auch geschaut. Und da will ich jetzt einfach nochmal meinen Einzeltest machen. Habe mir das auch hier nach Hause geholt, auch 500 Milliliter drin und auch um die 12, 13, 14 Euro, je nach Angebot. Also auch für mich jedenfalls, was ich so gesehen habe, preislich alles auf einer Ebene. Und wir können mal die Kappe abmachen. Die Flasche ist komplett neu, extra nochmal geordert für euch. Und da können wir ja mal schauen, sind die beiden sich vom Look her gleich, vom Auftragen her, vom Geruch her und gibt es jetzt eine bessere oder schlechtere Variante. Das ist wirklich ein sehr gutes Produkt und das, was wir jetzt hier von dem Produkt gesehen haben, hat mich jedenfalls auch schon überzeugt. Und jetzt will ich einfach für euch nochmal den direkten Vergleich starten. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn dem so ist, könnt ihr schon mal einen direkten Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen und nach dem Intro geht's los. So, und hier haben wir mal die erste Testfläche. Zum Geruch und so weiter kommen wir später. Wichtig ist erstmal, dass wir uns hier den Look-Unterschied anschauen. Und ihr seht schon hier auch bei mir, es passiert einfach beim Ein- und Aussteigen. Manchmal enge Parklücke, da kommt man hier mit dem Schuh dagegen. Hier vorne haben wir ein paar Schuhkratzer dran. Aber es ist auch nur Staub, kann man fast schon hier mit den Fingern wegwischen. Wir konzentrieren uns mal hier auf den Bereich. Und da können wir ja mal direkt schauen, auch decken hier diese Kunststoffreiniger solche kleinen Kratzerchen ab. Haben wir nämlich hier. Und hier. Und ich würde sagen, wir machen in der Mitte direkt die Abtrennung. Wenn das Klebeband mich nicht wieder verlassen würde, dann nehmen wir halt das dünne von CarPro. Da können wir auch mehr Fläche nutzen. Und haben dann auch eine schöne, schmale Abtrennung. Hier haben wir ein paar Kratzer und hier haben wir ein paar. Mal schauen, wie sich das so schlägt. Lasst euch nicht verwirren, hier oben ist noch Schatten. Refresh Cockpit Care. Vom Duft her, ich kann da noch mal die Nase ranhalten. Ja, richtig schön fruchtig, süßlich, sehr angenehm. Auch wenn ihr das im Innenraum verteilt und das großflächig, dann habt ihr echt einen sehr angenehmen Duft in dem Fahrzeug-Innenraum. Sprühen wir uns hier was drauf. Drei Sprüher. Dann können wir mal hier den Bereich einfach mit behandeln. Ob ihr das jetzt nochmal nachpoliert, sozusagen nochmal mit einer frischen Tuchseite drüber geht oder nicht, ist meiner Meinung nach egal. Der Look verändert sich nicht. Also ich mache es meistens so, dass ich noch einmal kurz mit einer trockenen Tuchseite nachwische und dann hat sich das erledigt. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht nach starker Veränderung aus. Hier unten die Kratzer, finde ich, sind ein bisschen zurückgegangen. Und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt eine andere Ecke vom Tuch. Und dann nehmen wir jetzt hier mal von Sonax den Kunststoffdetailer. Schauen uns den mal an, auch nochmal durchschütteln. Sprühkopf auf On stellen, einfach hier oben drehen, kennen wir ja. Und geben uns auch hier Sprüh rein. Und ihr seht schon, ich muss erstmal den Sprühkopf füllen. Ein so ein Spray reicht schon zu. Und auch hier, genau bis an die Kante ran, verteilen wir uns einfach mal ein bisschen Produkt. So. Auch hier nehmen wir nochmal eine frische Tuchseite, polieren das einfach wieder trocken. So, und dann haben wir eigentlich das schon komplett verarbeitet. Und dann können wir ja mal schauen, ob sich jetzt hier ein Unterschied einstellt. Und ich glaube, deutlich zu sehen, oder? Und hier muss ich ganz klar sagen, schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Ich finde, der Look ist ähnlich. Klar, ihr müsst jetzt immer hier mit diesen kleinen Schatten spielen. Klarkommen, seht ihr das? Ihr habt so leichte Schattenspiele, weil das Licht kommt von oben, deswegen haben wir so eine dunkle Stelle. Das ist nur ein Schatten hier, seht ihr das? Und vom Gesamtlook her finde ich das ziemlich gleich. Also
Es gibt keins, was jetzt irgendwie deutlich kräftiger oder dunkler oder heller ist. Für mich sind die hier auf einer Ebene. Könnt ihr mal eure Meinungen reinschreiben. Aber was ich jetzt so sehe hier von der Seite, ihr seht es ja jetzt direkt von vorn und ich sehe es ja auch hier bei euch auf dem Bildschirm. Also das ist für mich komplett gleich. Machen wir auch mal einen Test, wie stabil das ist. Ich gehe mal hier mit dem Finger drüber. Kochchemie verschwindet nicht. Und noch Sonax haben immer noch eine komplett scharfe Kante. Sehen wir hier. Also beide auch wirklich auf einem absoluten Top-Niveau. Im Innenraum testen wir es auch nochmal hier vorne. Auch beim Audi eine schöne große geschäumte Kunststoffoberfläche. Wer sagt, der Look reicht mir zu, kann das gern so lassen. Wer sagt, das will ich einfach noch ein bisschen dunkler haben, dass es hier auch zum Rest des Fahrzeugs ein bisschen ja, hochwertiger wirkt, noch ein bisschen kräftiger vom Look her. Der kann halt zum Beispiel so eine Kunststoffpflege einfach nutzen. Auch hier frisches Tuch, ich nehme wieder eine kleine Ecke. Mach hier mal nur einen kleinen Sprüher rein. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Produkte einfach so mega feier. Weil die vom Verbrauch her super sparsam sind. Auch hier, lasst euch nicht beirren, das ist nur der Anfangslook hier mit dieser leichten Feuchtigkeit. Und dann verteilt er das einfach. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich es genau hier an diesem Strich mache. Das müsst ihr dann zu Hause nicht so penibel machen. Ich muss nur genau aufpassen. Und hier machen wir es jetzt mal so, ich poliere es mal nicht aus. Ich mache es einfach mal so lange, bis es ein einheitlicher Look wird. So. Und auf der anderen Seite hier der Kunststoffdetailer von Sonax. Auch hier so ein Mini-Spray rein oder zwei kleine. Und dann selbes Prozedere. Macht man ja auch nicht drei oder viermal die Woche. Also die Leute, die das Produkt oder die Produkte hier kennen, die wissen, dass das wirklich sehr, sehr lange hält. Also da kommt ihr im Innenraum sehr lange hin. Und ich versuche mal hier echt genau bis an die Kante zu gehen, damit wir auch den Unterschied sehen. Das ist gar nicht so einfach. So. Ach so, wir wollten ja auspolieren, bis es von allein verschwindet. Machen wir das auch. So, sorry Leute, jetzt gibt es hier ein bisschen Shaky Cam. Ich halte mit linker Hand fest und mit rechts ziehe ich ab. So, wie sieht es denn aus? Ja, auch hier. Seht ihr das vom Look her? Für mich? Gleich, also... Schreibt ihr mal rein, was ihr davon haltet. Ich finde es komplett gleich. Linke Seite von Sonax wirkt jetzt ein bisschen dunkler, weil auch hier viel mehr Schatten ist. Hier kommt noch ein bisschen mehr restlich rein. Aber deswegen gehe ich mal hier zur Seite und da wird es auch wieder komplett gleich. Also hier wirkt das links ein bisschen dunkler als rechts. Seht ihr das? Und wenn ich so mache, dann sind sie wieder gleich. Also lasst euch da nicht birren. Für mich ist das ein komplett gleicher Look. Auch hier oben. Aber ich finde einfach, das wirkt jetzt noch ein bisschen frischer. Seht ihr mal den Unterschied? Jetzt sieht man diesen Unterschied erst, wenn man das wirklich mal richtig schön getrennt nebeneinander aufträgt. Und jeder, der bei mir mitfährt und mich nicht kennt so weiter, beziehungsweise das, was ich mache, fragt dann immer, Sebastian, warum hast du hier so einen komischen Streifen auf dem Armaturenbrett? Was ist denn hier ausgelaufen oder was ist denn hier passiert? Und dann muss ich mal erklären, was es ist. Aber ihr wisst ja Bescheid. Und ja, beide auf jeden Fall sehr, sehr gut. Innerhalb von ein paar Sekunden abgelüftet. Beide mega gut. Und damit kann der Langzeittest losgehen. Ich werde euch hin und wieder mal ein Update geben, aber Leute, ich mache das nicht im Wochentakt. Also ich weiß auf jeden Fall vom GoRefresh Cockpit Care, dass das 2, 3, 4 Monate hält, wenn man nicht ständig mit irgendwelchen Innenraumreinigern arbeitet. Also bei meinen Autos, die sind eigentlich immer im Innenraum auf dem Armaturenbrett, da liegt maximal Staub. Und dann gehe ich mal kurz mit so einem ganz leichten Innenraumdetailer drüber, fertig. Also ich nutze da hier keine harten Kunststoffreiniger oder was auch immer. Ich mache das so, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Und deswegen halten die Produkte bei mir, so eine Flasche hält ewig gefühlt. Und da werden wir mal schauen, wie sich das hier in den nächsten Wochen oder auch Monaten schlägt. Also hier gibt es spätestens oder sorry, frühestens erst in 3 bis 4 Wochen das erste Update. Außer ich stelle sofort fest, dass eins der beiden Produkte extrem schwächelt. Dann muss ich der Sache nachgehen und euch auch ein Update geben. Aber erwartet jetzt nicht gleich in den nächsten Tagen hier das Update-Video. Das dauert jetzt einen Moment. Und deswegen bin ich echt gespannt. Also bis hierher beide Verarbeitungen top. Auch jetzt zur Anwendung komplett einfach. Ihr könnt das auch hier im Motorraum nutzen und das ist absolut problemlos. Ihr habt es ja auch gesehen hier im Video mit der Samantha, dass es echt eine schöne Sache ist. Und das geht auch im Außenbereich. Aber ich will die beiden jetzt erstmal hier im Vergleich direkt im Innenraum sehen. Und da will ich mal schauen, sind sie beide gleichwertig? Eins besser, eins schlechter? Und da bin ich echt gespannt, wie sich das schlägt. Eine wichtige Sache noch zum Schluss, das gilt für beide. Nicht auf Glas anwenden, nicht auf Lack, schmiert einfach. Nicht auf die Stoffsitze sprühen, nicht auf Radiodisplays und Navigationsgeräte, vorn das Acryl oder Kunststoffglas, beim Tacho, MMI-Displays. Das sind wirklich Produkte nur für den Kunststoffbereich, also für diese geschäumten Armaturenbretter.
Türeinstiege, B-Säule, innen, wenn da Kunststoff ist. Also wirklich nur bitte für den Kunststoff nicht auf die Scheibe sprühen. Und ich bin echt gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Gefallen mir beide sehr gut, preislich auf demselben Niveau, Filme auf demselben Niveau. Ist echt hier gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber es sind ja wirklich beide wirklich gute Firmen und die machen in dem Fall jetzt beide echt ein gutes Produkt. Und in dem Sinne, haut rein. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und wie immer Abo nicht vergessen, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Und allerwichtigster Punkt, ihr müsst die Glocke aktivieren, sonst bekommt ihr die Videos manchmal erst einen Monat später angezeigt, obwohl sie schon einen Monat online sind. Deswegen Glöckchen hier erklingen lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.